Als besorgniserregend betrachtet die Polizei Mecklenburg-Vorpommerns die rasant gestiegenen Zahlen an Straftaten mit Beteiligung nichtdeutscher Tatverdächtiger. Dies teilte in der Landespressekonferenz der Innenminister des Landes, Lorenz Cafier, mit. Während die Zahl der deutschen Tatverdächtigen 2015 um 911 stieg, erhöhte sich die Zahl der Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund um 1.171 Personen. An der ersten Stelle bei den begangenen Straftaten stehen Syrer mit 1.231 Fällen. Ihnen folgen Polen mit 970 und Rumänen mit 288 Fällen. Die intensivste Entwicklung der Ausländerkriminalität ist bei den unter 21-jährigen Tatverdächtigen zu verzeichnen. Deren Zahl erhöhte sich 2015 um 83,2%, also von 540 auf 1.189 Personen. Es ist wichtig, dass wir uns auf die Entwicklung gerade im Bereich der Betreuung bei minderjährigen und begleitenden Flüchtlingen sehr konzentrieren, weil das ist eine heranwachsende Generation und dementsprechend, wie zu Recht bemerkt, müssen wir darauf aufpassen, dass sie nicht in eine Spur abrücken, die dann sozusagen die kriminelle Entwicklung vorgezeichnet ist. Lorenz Cafier sprach von einer Nulltoleranzstrategie für diejenigen, die sich partout nicht an Recht und Gesetz halten. Insbesondere Wiederholungstäter müssen schnell ermittelt und hart bestraft werden, betonte der Innenminister.